Lieber Bernhard, schön, dass wir uns wiedersehen. Lieber Marc, das freut mich auch sehr. Und heute an einem für mich sehr besonderen Tag aus Sicht der Einweihungswege, aus Sicht der Mystik, Karfreitag. Karfreitag, genau. Heute haben wir den 7. April 2023. Auch für die, die es sich später anschauen oder vielleicht erst nach Ostern. Wir haben uns heute ganz spontan, wie das für Franken halt immer so üblich ist, jetzt getroffen und haben gesagt, wir müssen was über Ostern, über die Karwoche und die Bedeutung erzählen. Und der Bernhard Genau. wird jetzt darüber berichten können. Und ich lausche dir, Genau. gespannt, was denn da so kommt. Weil wir ja Fragen gedacht haben, rhetorische Frage oder mehr als eine rhetorische Frage, was macht denn das Wetter in Franken am Karfreitag? Also jetzt schaue ich gerade raus. Wir haben irgendwas Viertel drei. Tatsächlich ist es Ja. trocken. Temperatur dürfte ungefähr so, ja, ich denke mal 11, 12, 13 Grad maximal haben. Und ja, Himmel ist noch bedeckt, aber langsam spitzt die Sonne etwas durch. Aber natürlich kein Genau. Vergleich mit Mallorca. Das ist richtig, genau. Wir haben heute wundervolles Wetter. Konnte heute schon sehr fürsorglich meine täglichen Impulse, die ja auf meiner Homepage nachzulesen sind für die 1-4-Verbindung, ausarbeiten für den heutigen Tag, weil heute ist ja wirklich aus Sicht der christlichen Lehre ein besonderer Tag. Und die Woche hat ja begonnen mit Palmsonntag. Und hier dürfen wir dann auch gleich die ersten Symbolgedanken mit aufbauen. Und hier ist meine Bitte, wenn wir das heute jetzt durcharbeiten, dass wir uns immer bewusst ist, dass sich die K-Geschichte als Geschichte annehme im Sinne damals, vor 2000 Jahren. Ist ungefähr das Geschehen, stimmt jetzt nicht ganz von der Zeitrechnung, wäre ja dann im Jahr 33, kommen wir nochmal dazu. Und das ist die eine Möglichkeit, dass ich sage, damals vor ungefähr 2000 Jahren ist das geschehen, ist das passiert und ist das mit Jesus Leben widerfahren, wenn wir es in einen geschichtlichen Horizont einkleiden. Die andere Möglichkeit ist natürlich, und das ist ja meine Arbeit auch, mal hineinzudenken, könnte denn die ganze Geschichte in Anführungsstrichen einen Symbolcharakter besitzen, eine Analogie besitzen, die wir übertragen auf eine andere Ebene und uns dann die Frage stellen, was könnte es mit mir ganz persönlich individuell zu tun hat und daraus keine Feier machen oder kein Osterfest im klassischen Sinne machen. Ja? Also meine Bitte, wenn wir das jetzt durcharbeiten, durchgehen die einzelnen Tage, dass wir uns immer wieder lösen von dem nur geschichtlichen Horizont und mit hinübergehen über die Brücke zu sagen, was könnte denn der symbolische Inhalt der einzelnen Handlungen innerhalb der 7 Tage sein? Das ist meine große Bitte. Ja, wenn du sagst, der Unterschied zwischen geschichtlich und tatsächlich symbolisch, das muss man ganz Ja. klipp und klar herausstellen. Und ich hatte jetzt vor, das ist jetzt 2 Wochen her, war ich in der Gegend von Wien eingeladen bei einer privaten Führung. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das auch privat bleiben soll. Wer da generell Interesse hat, kann mich gerne anschreiben, dann kann ich da Kontakte herstellen. Jedenfalls war Ja. ich in verborgenen Kellern, die Ja. ein privater Mensch ausgegraben hat über 25 Jahre, nicht Ja. weit weg von einem, ja, einem baulichen Machwerk bei Wien. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu sehr eingehen, aber was eben die Kirche dort hatte. Und dort hat sich so um das Jahr 1530 um einiges ereignet, nämlich dass die Kirche diese Keller hat zuschütten lassen. Und zwar aus einem ganz bewussten Grund, dass man eben hier sehr viel, ja, begraben hat im wahrsten Sinne des Wortes. Warum erwähne ich das in dem Zusammenhang? Nicht, weil das jetzt was mit Ostern an sich zu tun hat, aber mit dem Thema der geschichtlichen Relevanz oder beziehungsweise unserer Zeitzählung und anderer Dinge. Sondern es wurde immer wieder versucht, hier etwas zuzudecken.
damit man Spuren aus der Vergangenheit nicht finden kann und aus meiner Sicht, dass eben die Institution der Kirche ganz bewusst weiterhin das Narrativ in der Hand hält und die Deutungshoheit über Zeiten, über Geschehnisse und andere Dinge. Und da stellt sich sowas raus und da können wir das dann tatsächlich jeder für sich dann selber mal diese Sachen in Augenschein nehmen und vielleicht auch mal durch Bodenfunde was in die Hand nehmen und sagen, Moment, das kann nicht so gewesen sein von der Zeitrechnung, wie es uns erzählt wird. Da stimmt vieles nicht. Aber jetzt kommen wir dann zu den Ebenen. Und auch da waren es tatsächlich mindestens eine Ebene konnten wir besuchen, zwei weitere waren noch verschüttet, die gingen in die Tiefe. Aber da wollen wir ja hin. Ja, genau. Mir kommt da der Gedanke noch, Marc, in allen Traditionen, auch natürlich in der christlichen Kirche, wie in anderen Traditionen, sehr viel mit Symbolen gearbeitet worden ist, jenseits der geschichtlichen Aufarbeitung. Und die, die um diese Symbolik wussten und wissen, die gehen natürlich bei vielen Dingen ganz anders an die Wahrnehmung ran als Menschen, die das einfach sehen. Und ich denke gerade an die vier Symbole mit dem Stier, mit dem Löwen, mit dem Adler und mit dem Menschen, der manchmal auch als Engel abgebildet wird, was wir häufig ja finden im Bereich der Kirchen, um die Kirchen herum. Und dort natürlich ganz schnell auch in der hermetischen Tradition zu Hause sind und dort auch im Bereich der Einweihungswege mit Wissen, wollen, wagen, schweigen. Ja, wenn wir dort hineindenken. Hier hätten wir in den kirchlichen Bereich dann wieder unsere vier Evangelien, die ja auch vier verschiedene Ebenen darstellen. Und so gibt es wirklich ein reichhaltiges, symbolisches Hineindenken für Menschen, die dafür ein Ohr haben oder ein Auge haben oder ein Gespür haben möchten, dort Empfindungen zu haben. Ja? Also, wir starten mit dem Palmsonntag und dort berühren wir schon einmal das Wort mit der Palme und übertragen auf unsere Gegend Franken. Dort haben wir ja dann auch die Palmkätzchen. Ja. Genau, und Palmkätzchen, es gibt Grabgegenden in Deutschland, dort wurde dann Palmkätzchenstrauch geweiht in der Kirche und noch lange vor unserer Zeit, dann natürlich auch, wenn die Menschen erkrankt sind, dann dieses Palmkätzchen zu sich genommen, um wieder gesund zu werden, weil das ja geweiht war. Also wenn man mal ein bisschen hineindenkt in Geschichtlichen. Und wir finden uns ja gerade am Sonntag vor, der Sonne zugeordnet. Jeder Wochentag ist ja einem Planeten zugeordnet. Sonntag die Sonne, Montag der Mond und so, die werden wir ja auch ein bisschen ansprechen. Und am Palmsonntag haben wir dann die Situation, dass Jesus auf einen Esel reitend, Esel bedeutet unser menschlicher Körper. So. Und hier, wenn wir in die Symbolik hineingehen, Jesus, ein Mensch, das ist rein auf den Menschen erstmal belassen. Wir haben hier die Situation, dass er 33, nicht zufällig 33, 30 Jahre Mensch und 3 Jahre Christus war. Also dann Gottes Sohn. Dann kommen wir dann, denke ich, auch nochmal dazu. Und erstmal war er 30 Jahre Mensch, wenn wir das Symbolgehalt herauslesen. Hier dürfen wir auch mal einen Blick hineinlegen, wer möchte, in die 33 Grate der Freimaurer, der christlichen Freimaurer. Dort finden wir dann wieder eine Verbindung. Ja. Nur mal so, die Zahl 33 im Urhebräischen hat schon eine Zahl der Vollendung. So, dann haben wir auf einen Esel reiten. Nochmal bitte ganz wichtig, dass die Seele in den Menschen hineingeht.
in den Körper hineingeht, das wird uns am beim Sonntag erzählt. Und dass das Ganze dann dieses Reiten, auf einen Esel reiten, ein 22 Kilometer langer Weg ist nach Jerusalem. Jetzt, wenn wir wieder hineindenken, die Zeit 22, die finden wir in den 22 urhebräischen Zeichen. Es sind nämlich die urhebräischen Zeichen, mit denen auch die Torarolle, die jüdische Bibel, gemalt worden ist. Also, wir merken schon, Marc, dass, wenn wir beginnen, sowas ein bisschen zu analysieren und die Symbolik herauslösen, dort schon mehr entsteht als das Bildnis. Jesus ist irgendwo auf einer Straße mit einem Esel geritten und dort 22 Kilometer und dort in das irdische Jerusalem. Es gibt das himmlische, das in uns stattfindet, und das irdische Jerusalem. Bitte hier nicht nach Israel hineindenken im Sinne von, in Israel gibt es den Ort Jerusalem. Das stellen wir, legen wir auch bitte wieder auf die Seite, sondern in der Symbolik heißt es, es gibt die äußere Welt in uns, das äußere Jerusalem und das innere Jerusalem. Und das innere wird dann genannt das himmlische Jerusalem und das irdische, unsere Welt wird das irdische Jerusalem genannt. So, also ist nach 22 Kilometer lang Weg in das weltliche Jerusalem zog er ein. Jesus wird natürlich von der Menge als König bejubelt. Wenn wir mal hineindenken in eine Geburt, nach der Geburt wird das Kind auch als König bejubelt. Wenn wir da mal eine Symbolik ein bisschen auftun wollen. Und die Frage lautet schon, dient dieses Königsein dem Ich oder der Seele? Und viele bauen jetzt ihr Königreich auf ihrem Ich auf und nicht auf ihrer Seele. Denkt bitte an das 1-4-Prinzip auch, das wir ja schon durchgearbeitet haben, ja? So, dann wird er natürlich von der Menge bejubelt. Doch wer hier bejubelt wird, ist der Mensch, nicht Christus. Der Mensch wird bejubelt und nicht die Eigenschaft in uns, die wir haben, diese 1-4-Verbindung. 1-4 meint, dass ich diese Welt mitnehme auf dem Weg zu mir selbst, zu meiner Seele. Dass wir das auch nochmal angesprochen haben für die, die es vielleicht heute das erste Mal uns begleiten. Es geht um den Leib, um das Ich, nicht um das Selbst. Anderes Wort für Seele. Ja? So, wir haben immer noch beim Sonntag, wir haben einen Körper. Und dort geht gerade eben die Seele hinein, können wir auch die Geburt des Menschen, ist ja auch in den Überlieferungen so, dass mit der Geburt ein bestimmter Seelenaspekt von unserer Individualseele mit hineingeht in unseren Körper und dort dann ungefähr 30 Tage bevor der Mensch stirbt, ja dann wieder den Körper verlässt. Nicht zufällig 30. Dann haben wir in der Symbolik weiter am beim Sonntag, haben wir noch, genau, das Ich ist sterblich, das sollte uns immer bewusst sein, gell? Unser Selbst ist unsterblich, wenn wir mitgehen können, dass wir eine Individualseele haben. Unser ich bin jetzt dort und du bist dort, dieses Ich, das. Gerade an C.G. Jung denke, an das Rote Buch auch, wo dort ja das ich darf das wörtlich nehmen, vernichtet werden muss in uns, weil unsere Ich-Ansprüche ja meistens in der weltlichen Welt natürlich, ich möchte das haben, ich möchte jenes haben, ich möchte noch was haben. So, und diese Ich-Ansprüche müssen auf die Seite geschoben werden. Wer den Weg zu sich selbst geht. Weil das ist dann nur, ich möchte ein Fahrrad haben und jetzt habe ich drei Fahrräder und ich bin doch ein Guter und da, wer danach alleine misst, sein Leben abrechnet, der wird nie zu sich selber finden. Dann haben wir noch,
Vielleicht ganz kurz, halt so als Ja, Bild, gerne, gerne. die mir da so kommen, vielleicht um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben also einmal diese Bilder, oder die mir jetzt da so entstanden sind, klar, auch durch die jahrzehntelange Prägung. Tatsächlich, ne, der junge Mann reitet auf dem Esel auf einem staubigen Weg, den man sich dabei so vorstellt, und dann stehen da ein paar am Straßenrand. Wenn man das jetzt rein weltlich betrachten würde, kein Wunder. Er würde in eine Stadt einreiten, wo ein letztendlich brennender Prädiktor, in dem Fall war es ja dann der römische Statthalter Pontius Pilatus, der sich Da dann kommen noch, wir noch zu ihm, da muss er ja noch antreten. ja, wo er dann noch hinkommt, da kommen wir noch dazu, aber nur dieser Weg, dass man sich das vorstellt, im Außen würden sie jetzt alle jubeln, und irgendwann kommt der Punkt, wo du dann, wie soll man sagen, vielleicht in der Hybris, oder man dich als Gefahr erkennt in dieser Welt und dann dementsprechend auch auf gut Deutsch entfernt. Und dann wirst du irgendwann auch am Friedhof landen mit deinem Ego, mit deinem Selbst, weil das ist das am Schluss, was übrig bleibt. Ja, ich hatte mal, das ist Jahre schon her, hatte ich ja mal in einem Seminar, da hatte der damalige Trainer eben gesagt, naja, du wirst ja nicht als, was weiß ich, Dr. Karl Kraus, hast du nicht gesehen, geboren, sondern das ist letztendlich, was am Schluss von einem übrig bleibt, von dem Ego in Form eines Grabsteines, einer Erinnerung oder sonst was, oder vielleicht eines Straßennamens. Aber das andere ist schon lange vergangen. Also nur, dass man das auch nochmal im Hinterkopf hat, den Weg gehen wir alle. Also unsere Egos gehen den alle, die Seelen. Ja, trifft sich ja irgendwo wieder. Ja, bitte, der Sonntag ist wirklich gekennzeichnet von, dass der Mensch in diese irdische Welt hineinkommt und dort natürlich die große Gefahr besteht, dass er in Knechtschaft kommt, dieser vier, dieser nur äußeren Welt, dass er in Gefangenschaft genommen wird in der nur äußeren Welt im Sinne macht genau, was wir wollen, was ja dann auch eine Gefangenschaft ist, nämlich die Orientierung am Konsum, ja, alles eben mit der äußeren Welt messen. Ein anderer Begriff im Alten Testament, im Alten Bund ist, dass der Ort Ägypten. Und sozusagen ist Jesus jetzt, wenn man es auch mit das Alte Testament ein bisschen mit einbauen, jetzt in Ägypten eingezogen. Und im Ägypten lauert erstmal diese Knechtschaft. Dort lauert die Gefangennahme. Dort lauert das Ausgeliefertsein an die rein irdischen Orientierungspunkte. Gut, viele Menschen müssen leider Gottes, dürfen wir hier hinzufügen, in diesem äußeren, wie würde es heißen, Wahn leben, nur äußeren Wahn leben. Und wenn man ein bisschen hineindenken, bis zur C-Zeit, Beginn der C-Zeit, war für viele auch nur der Weg dorthin, was ich ja einmal darf ich sagen, Gott sei Dank, bei den Menschen auch, die uns begleiten mag, eine Tür aufgetan hat, wo vor der C-Zeit nicht möglich war und jetzt dort, egal wie groß er momentan schon auf ist, nur es ist was geschehen, es ist eine Türe aufgegangen, wo an der Türe vorher ein großes Ausrufezeichen war, jetzt ein Fragezeichen entstanden ist. Ja. Und bei manchen schon mehr als nur ein Fragezeichen. Und damit boostet jetzt auch etwas anderes herein als nur noch die Knechtschaft, nur noch die Außenorientierung, nur noch das Festmachen am größter, bester, schönster, höher weiter. Ja? Und da sind wir jetzt auf dem besten Weg dabei, dort, dass dort bei Menschen die Türen, die inneren Türen immer weiter aufgehen. Und das ist das Ziel des Weges zur Stunde. Sich selbst erkennen oder seine Seelenaufgabe zumindest erstmal zu erkennen, dass es das gibt. Das Zweite ist, dass es also nicht irgendwo eine zeitlich beschränkte Sache ist hier, ne? Ich entstehe zufällig und vergehe dann wieder nicht zufällig,
sondern das ist Ja. ja eine Folge dessen. Also alles, was lebt, muss irgendwann auch sterben. Das ist einfach so. Ja. Das Vergehen, das Kommen und trotzdem gibt es aber was, was ewiglich ist. Und das erstmal zu begreifen und diese Dinge auch zu berühren, weil erfahren ist immer schwierig, wenn man sagt, ich gehe jetzt auf einen, also jetzt wieder so bildlich gesprochen, ich gehe jetzt auf einen Trip, ich buche jetzt eine Reise und dann erfahre ich mich selbst, ja, und dann habe ich das alles durch und so. Das funktioniert nicht, sondern Nein, nein, es nein. ist, ich denke, man kann da immer wieder nur, wie soll ich sagen, ja, so mal hinfassen und eine merken, dass da was ist, es bemerken und dann eben die andere Sache, dann auch wieder einen Schritt zurückgehen in die äußere Welt, ja, die Ja. ja nicht zu trennen ist, weil sonst können wir es Da nicht. kommen wir auch noch dazu in der K-Woche. Dort wird explizit darauf hingewiesen, gerade Karfreitag dann, wenn Jesus die Kreuzesworte spricht, nämlich nicht die Trennung der Polarität, sondern die Verbindung der Polarität, also der Gegensätze. Also über den Einzug in diese Welt und in diese Welt würde ja alleine uns heute eine Stunde nicht reichen, um das alles mal aufzublättern, hineinzudenken. Gedanken nachzugehen, vielleicht zusammenfassen nochmal als Frage für die, die mitgehen können. Viele können nicht mitgehen. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch und dann ging es darum, wie die Welt da momentan unterwegs ist. Und dann sagte ich, so viele sind wir nicht. Zur Stunde noch nicht. So viele sind wir noch nicht. Die Masse macht immer noch an dieser Außenorientierung. Manche müssen auch an der Außenorientierung. Nur so viele sind wir nicht in Wirklichkeit. Gibt es noch welche, die meinen, alles im Rationalen klären zu können, im Vernünftigen aus ihrer Sicht klären zu können? Nur dort ist wieder keine Tür offen letztendlich zu sich, sondern es sind nur wieder Erklärungen und dort noch eine Erklärung und dort noch eine Erklärung. Und nicht mit hinübertreten und sagen, wer bin ich denn eigentlich? Was hat es mit mir zu tun? So, also, das ist unser beim Sonntag. Lasst uns weiterziehen. In den Montag, wie schon gesagt, dem Mond zugeordnet, fand die Tempelreinigung statt. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein Bild für Einweihungswege. In allen Traditionen, wenn man ein bisschen gräbt, werden wir finden, auch wertfrei in den Religionen. Religion heißt Religio. Religio meint die Rückbindung des Menschen an sich selbst. Nicht an die Außenwelt, nicht an den Sonntag, nicht an diese zurück. Er ist in dieser äußeren Welt und da gibt es jetzt Religio, eine Rückbindung. Und auch dort finden wir in den verschiedenen Strömungen, finden wir auch überall Einweihungswege. Und auch die Karwoche ist ein Einweihungsweg in Wirklichkeit, wo sehr klar beschrieben wird, allerdings diese 3 Jahre, in Wirklichkeit die 33 Jahre, sehr komprimiert auf eine Woche zusammengefügt sind. Diese 33 Jahre wirklich in einer Woche nochmal durchgegangen wird. Ja. So, also, wir haben die Tempelreinigung. Tempel ist der Ort in uns. Das ist unser höchstes Bewusstsein. Und da gibt es einen Tempel in uns, unser Inneres, wo ich über Einweihungsschritte, um das Wort weiter zu benutzen, oder Bewusstseinsstufen, Bewusstseinsebenen, immer näher zu mir selber komme. Wenn wir in den fernöstlichen mal hineindenken, denken wir mal an Yoga. Wer es ernst meint mit Yoga, dann haben wir genau das als Einweihungswege. So, also Tempelreinigung. Und diese Tempelreinigung, das Wort
Muss man ein bisschen aufpassen. Es war vor dem Tempel waren Stände. Dort waren die Geldwechsler, die Schriftgelehrten. So, und jetzt muss man fragen, waren da keine Bauern dort oder keine Schreiner oder Maurer? Warum standen dort symbolisch gesehen Geldwechsler und Schriftgelehrte? Und die mussten vom Tempelvorhof entfernt werden. So, und da hat er ja die Stände da umgeschmissen, wenn wir geschichtlich wieder reingehen, und geschimpft und gemacht und getan, die müssen dort weg. So, Geldwechsler bedeutet, die nur den äußeren Nutzen sehen. Ich habe mein Fahrrad für 50 Euro gekauft und jetzt verkaufe ich es für 100, mein Nutzen war 50 Euro. Das sind die Geldwechsler. Die Händler, Und ja. die Schriftgelehrten sind die, die die Welt nur rational verstehen wollen und erklären wollen. Und die Seele, auch wenn es manche auch Schriftgelehrte meinen, wenn einer stirbt, vor dem Tod hat er, und nach dem Tod hat er 5 Gramm weniger und das dann als Seele beschreiben, dann kann man nur Kopfschütteln daneben stehen und sagen, guter Schriftgelehrter. Also alles, was rational ist, das muss vor dem Tempel weg, weil dieses Rationale und dieses Geldwechseln immer was mit Götzendienst zu tun hat, größter, bester, schönster, höher, weiter, und mit Unzucht zu tun hat, im Sinne, das eigene Leben nicht mehr dem zuführen, wo es in Wirklichkeit hingehört. Und dann das Ganze natürlich auch Blut vergießen, deswegen nenne ich es immer den Vorplatz des Tempels. Und darum geht es am Montag, diesen Vorplatz, unseren eigenen Vorplatz, was außerhalb uns ist, von den Geldwechslern, wenn ich den Weg zu mir selber gehen möchte, den Einweihungsweg gehen möchte, diese Geldwechsler und diese Schriftgelehrten vor meinem Tempelvorhof, Tempelplatz zu befreien. Und das hat Jesus ja hervorragend gemacht. Die Händler waren auch noch dort, die Steuereinnehmer. Ganz wichtig. Ja, genau, die böse Vier. Sie standen im Tempelvorhof, wo einst die Heiligtümer der Juden sich befanden auch, gell? Und das ist ja dann weggekommen mit Cäsar. Und dort waren dann, Cäsar ist ja auch diese Symbolik wieder, wie bei Pharao, dass er die äußere Welt managen möchte. Nur äußere. Denken wir hier auch, wer sich mit Tarot, der Symbolik Tarot auskennt. Ich meine hier nicht das Kartenlegesystem, sondern die einzelnen Symbole im Tarot. Und wenn wir an die vierte Karte denken, dort sitzt ja dann auch der Pharao und bewacht die äußere Welt. Das ist ja diese ungebändigte Stelle in uns, Pharao, wenn wir es wörtlich nehmen und nicht wieder ein geschichtliches Drama draus machen. So, die Heiligtümer für die Juden. Ach so, das Wort Juden vielleicht noch. Jude ist in der Symbolik nicht die Zuordnung zu einem Staat, sondern Jude bedeutet ein Mensch, der die 1-4-Verbindung sucht, der seine Seele sucht. Und somit kann ein Jude in Afrika leben, in Deutschland leben, in Amerika leben, einer, der seine Seele sucht. Was die dann daraus gemacht haben, eine staatliche Zuordnung, hat nicht im entferntesten Sinne was damit zu tun, was in den Texten gemeint ist. Das sollte uns bitte bewusst sein. Ja? Nicht im entferntesten. Alleine, wenn man jetzt diese paar Minuten nochmal Revue passieren lässt, weil wir Ja. alle jetzt noch nicht fertig sind, gleich dazu, und sich mal die Thematik anschaut, was wir uns alles mal so im Überfliegen angeguckt haben, ne? Der Begriff Jude, Ägypten, Israel, Schrägstrich, nein, da waren wir noch nicht, Israel waren wir noch nicht, sondern wir waren bei Jerusalem. Was aber tatsächlich, zumindest nach unserem geschichtlichen Verständnis, ja tatsächlich, ich nenne es jetzt mal, festgepinnt worden ist auf einer Landkarte. Und ich glaube, das ist ganz bewusst gemacht worden. Und wenn man sich auch überlegt, wann ist das denn gemacht worden, dann sind wir wieder in dem sogenannten Mittelalter.
wo man hergegangen ist und hat von einer Institution, die sich Kirche nennt, ganz klar durch verschiedene Konzile und andere Dinge, Dinge festgeschrieben. Auch die Bibel wurde ja, zumindest so wie wir sie heute kennen, in einer deutschen Übersetzung oder Englisch oder wie auch immer, festgelegt. Also immer wieder in der Erinnerung rufen, es waren Institutionen, die sich bevollmächtigt gefühlt haben oder sich einfach bevollmächtigt haben, diese Dinge festzuschreiben. Also das heißt, das sind dann wieder die Schriftgelehrten. Und warum haben sie es getan? Um Kontrolle darüber ausüben zu können, wo etwas ist oder wo etwas zu sein hat. Und Ja. vielleicht auch noch ein ganz kurzer Schwenk. Im Moment sehen wir ja auch, dass im Äußeren extrem viel umbenannt, neu benannt, mit neuer ja, Symbolik, also nicht mit Symbolik, aber zumindest mit neuer Bedeutung versehen wird. Und deswegen ist es Ja. doch auch extrem wichtig, sich diese Dinge klar zu werden, weil ich merke auch bei einigen Worten, also zumindest geht es mir so, kommen sofort irgendwie so wie so kleine Haken hinten, ne, die sagen, oh, da dürfen wir aber jetzt nicht weitergehen, weil das ist verboten oder das ist mit irgendwas belegt. Und das ist tatsächlich unsere gesellschaftliche Einordnung und die gilt es auch zu durchbrechen und in so vielen Dingen zu hinterfragen, sonst kommen wir nicht auf diesen Einweihungsweg. Also das nur als Ja. so Gedanken zwischenrein. Ja, danke nochmal, dass du es angesprochen hast, lieber Marc. Also ich kann ja Urhebräisch und ich habe alles aus dem Urhebräischen übersetzt. Jetzt können wir die Frage stellen, habe keine Antwort und ich denke, wäre auch eine richtige Antwort da zu geben, weil Luther hat ja auch die Bibel übersetzt und er konnte so gut wie kein Griechisch, weil das wäre die Linie gewesen, Deutsch, Latein, Griechisch, dann Aramäisch konnte er auch nicht. Er konnte auch kein Hebräisch und kein Urhebräisch. Und jetzt für mich ungelöst die Frage, war seine Dummheit oder bitte, er ist ja gesponsert worden, von einem Gutsherrn die Bibel zu übersetzen. War das gewollt? Nächste Frage, jetzt können wir sagen, war es gewollt, weil zu dieser Zeit war ja auch die Kirchen gegen die Gutsherren. Es gibt ja immer zwei, die miteinander was haben. In der heutigen Zeit finden wir sehr schnell, wir haben die Wirtschaft und den Staat, dann hat man das Geld und den Staat. Und so war ja auch dort, wer ist gerade gegen wen? Und damals waren die Gutsherren gegen die Kirchen. Und da können wir auch mal, Antwort werden wir nicht finden, weil wir in dieser Zeit nicht gelebt haben, auch den Gedanken darf man mal nachgehen, war das ein Sponsoring von den Gutsherren, dass der Meister Luther das umschreibt, damit diese Götter in Weiß oder in Schwarz besser formuliert, ein bisschen eine, ja, wie kann man sagen, verwässert werden oder nicht mehr den Wert hatten, weil jetzt konnte jeder die Bibel lesen und nicht mehr nur die Pfaffen. Ist auch ein Gedankengang, dem man nachgehen kann, ja. Und so deswegen. Wir wissen es nicht, waren nicht dabei, also ist es sehr vorsichtig, nur einfach mal den Gedankengang ein bisschen Also spielen zu wir haben lassen. ja unserer Geschichtsschreibung Ja. haben wir tatsächlich das Jahr 1517, wo also diese 95 Thesen von Luther an Wittenberg. wittenbergische Kirche oder Stadtchor genagelt worden sind. Ist ja schon mal eine interessante Sache, dass man das anschlägt. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, also zumindest so wird uns weiß gemacht, dass der das also jetzt an einer Türe in Form eines Pergaments oder sonst was angenagelt hat. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, 95 Thesen und das ist jetzt hier ein DIN A4-Papier, ja, dann muss der Ja. entweder sehr klein geschrieben haben und vor allem wird uns ja noch erklärt, dass zu der Zeit Lesen und Schreiben so gut wie nicht in der Bevölkerung nicht vorhanden war. Also das heißt, wer hätte es denn lesen können? Dann Ja. gibt es aber noch eine andere Sache. Dann wird uns aber erzählt, dass ungefähr 100 Jahre vorher, nein, nicht ganz, sondern der Buchdruck doch circa 100 Jahre vorher Gutenberg, durch Gutenberg. Gutenberg überhaupt in oder beziehungsweise bekannt geworden ist.
Wenn man sich das so zusammen überlegt und sagt, okay, Buchdruck, also gab es vorher schon Bücher, das, die Schriftgelehrten zu der damaligen Zeit nach der jetzigen Geschichtsschreibung oder Zeitrechnung wären ja dann wieder nur die Mönche gewesen oder ganz wenige. Also ich würde mal sagen, Ja. vor allem auch die Buchhalter, weil die haben ja auch damals schon Buch geführt über Kirchengüter, andere Dinge. Also sprich, es mussten ein paar Leute gegeben haben, aber das einfache Volk anscheinend nicht. Aber wie konnten die denn dann die 95 Thesen lesen? Führt uns jetzt sehr weit, aber nur mal wieder drüber nachdenken. Was Ja. wird uns da für eine Geschichte erzählt? Und das war ja dann der Auslöser, mehr oder weniger, dass sich die Kirche gespalten hat und dass dann plötzlich zwei Fraktionen, nämlich damals waren es ja im Ost oder beziehungsweise nicht im Ostteil, sondern dass sich also Nord gegen Süd in Form großen Teil Schwedens, Frankreich, das Deutsche Reich, Heiliger Römischer Nationen mit verschiedenen Feldherren, Wallenstein, Tilly, whatever, ja, Ja. plötzlich dann aufeinander losgegangen ist und sich 30 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen haben, tatsächlich auf unserem Gebiet. Das ist dann im 16, also im 17. Jahrhundert, 1600, was war es, 18 bis 48. Und das Ja. wäre dann der Auslöser gewesen. Jetzt frage ich mich, und da komme ich dann wieder auf meine Keller, wenn um 1530 rum plötzlich alte Dinge, und ich denke, dass das nicht nur dort stattgefunden hat, bei Wien, sondern dass tatsächlich man sehr bemüht war, in dieser Zeit Dinge zu vertuschen. Und man war da anscheinend sehr erfolgreich. Und man konnte das auch ungestört tun, weil man ja eine gewisse Macht hatte. Wie konnte denn der Mann hier tatsächlich, ohne dass er ein Auftraggeber, ohne dass er den Schutz gehabt hätte, seine Thesen verbreiten? Also wer hat ein Interesse daran? Sind wir wieder genau bei dem Thema des. Genau. Also, dass wir den Luther wieder befreien aus unserer Dogmatisierung. Okay. So, was haben wir noch? Also, der Montag ist wirklich, wie auch der Mensch jetzt die Aufgabe hat, erstmal sich bewusst zu machen, dass es da das Böse außen gibt und diesem Bösen auch sehr aktiv entgegenzutreten. Wir haben ja die ersten 3 Tage der Karwoche, ist ja das Äußere geschehen und die zweiten 3 Tage ist das Innere geschehen. Der Mittwoch teilt dann diese beiden, da kommen wir aber noch dazu. Also Jesus hat jetzt erstmal im Einweihungsweg, er ist ja jetzt im Einweihungsweg, erstmal alles dieses Böse erkennen und auf die Seite räumen müssen, weil es stand ja vor ihm und machte dadurch den Weg zu seinem Tempel, zu sich selber, erstmal nicht möglich. Und dieses Zeug wurde jetzt erstmal weggeräumt. Er machte durch die Tempelreinigung bewusst, dass auch das zwei Götter gibt. Den äußeren Gott im Sinne größter, bester, schönster, höher, weiter, Götzendienst, wo manche Menschen ja auch ihren eigenen Körper zum Götzen erklärt haben, im Sinne, der muss immer schöner werden, immer schöner werden, immer schöner werden, äußere Welt, das wäre der Cäsar. Und dann gibt es noch, wenn wir es im Hebräischen laufen, im YHWH, nämlich der Gott des Inneren oder Jahwe jetzt in der christlichen Welt. So, und die können nicht unter demselben Dach wohnen, wird hier nochmal eindrucksvoll erwähnt. Du kannst nicht draußen Götzendienst machen, wie blöde, und den Weg zu dir selber suchen. Die zwei können nicht unter einem Dach wohnen, also in dir wohnen. Dann geht die Sache nicht auf und wir kommen nicht zu uns selber. Tag der Dämmer war also der Montag, der Montag. Zu dem Montag noch was. Mond, der besitzt kein Licht. Deswegen ist der leiht sich ja das Licht von der Sonne. Und wenn wir ein bisschen Symbolik aufarbeiten, dann wird dem Licht immer diese Falschheit zugeordnet. Mond, denken wir auch an die 18. Tarotkarte, die Falschheit. Und das ist ja der Mond. Also der Mond symbolisiert, gell? Immer das Falsche, immer das
Äußere nur, immer das allein Äußere nur, immer diese Falschheit. Und deswegen auch symbolisch dem Mond zugeordnet. Wir haben das Sonnenlicht und der Mond leiht sich das Licht von der Sonne. Und damit wird in ihm symbolisch gesehen diese Falschheit, diese ja, nicht besitzen und so tun, als ob, ja, immer wieder symbolisch in den Bedeutungen zugeordnet. Ja, deswegen noch vielleicht den Montag. Die Sonne ist sozusagen auch das Innere in uns und der Mond sind diese materiellen Formen, Außenwelt. Und dort besteht eben diese große Gefahr, dass sie von Geldwechsler und von Schriftgelehrten gemanagt wird, alleine. Es ist interessant, ganz kurz, weil mir jetzt da gerade auch ein paar Lichter aufgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man den Mond nimmt und in unserem Sprachgebrauch hat man das ja meines Wissens auch getauscht. Das heißt, der normal müsste ja normalerweise heißen, der Sonne als männliches Prinzip und Mond eigentlich als weibliches Prinzip, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass alles Weibliche nur in irgendeiner Art und Weise eine Falschheit hat. Garantiert nicht. Aber es ist dieses Schattenprinzip, dass das eine nicht ohne das andere existieren kann. Also die Sonne logischer oder der Sonne, das Licht kann ohne den Schatten existieren. Aber um sich wahrzunehmen, benötigt es etwas, was einen Schatten wirft. Deswegen ist wieder dieses Denken über das Licht bekämpft, die Dunkelheit oder irgendwas, das kann nicht sein. Weil die Dunkelheit wird, sobald sie mit dem Licht in Berührung kommt, sofort transformiert, wiederum in etwas anderes. Also kann es immer nur das sein, dass tatsächlich bei der Welt und so wie wir sie wahrnehmen, etwas mit Schatten zu tun hat. Zu viel Licht nimmt den Schatten weg und zu wenig Licht würde ihn auch nicht mehr erscheinen lassen, weil dann wäre er weg. Und damit sind wir tatsächlich bei dem Thema, dass sich das beides ja gegenseitig bedingt, zumindest aus meiner Analyse. Du hattest vorhin mal angesprochen mit den Datums. Ich weiß, es ist jetzt eine Größenordnung von mir, keine Genauigkeit. An 130 verschiedenen Daten wurde Weihnachten schon festgemacht, gefeiert, gell? Nur mal so nebenbei. Und wenn wir jetzt mal ins Rationale hineingehen, daher wird das Osterdatum aufgrund des ersten Frühlingsvollmonds ermittelt. Es ist der Zeitpunkt des Vollmondes zwischen Frühlingsanfang, 21. März des gregorianischen Kalenders und dem darauf folgenden Sonntag. Ja, also da, dass wir auch da nochmal eine Messgröße haben im Sinne, wie wird denn das berechnet, wann Ostern sein darf oder wann es nicht sein darf. Dann haben wir den Dienstag der Karwoche, lasst uns den Montag jetzt abschließen. Dienstag, der dritte Tag, wird jetzt dem kriegerischen Mars zugeordnet. Mars ist Ares, ist ja auch Kriegsgott, wenn wir in den griechischen Bereich hineindenken. Jesus wird am Dienstag in kämpferische Streitgespräche verwickelt. Hier spricht er auch den neunmaligen Weheruf gegen die Pharisäer aus und behauptet, dass das irdische Jerusalem dem Untergang geweiht sei. Wir denken wieder an unsere Einweihungswege, dass nicht die äußere Welt der Mittelpunkt ist, sondern die innere Welt zum Mittelpunkt wird. Und Jerusalem war damals also auch eine dem Untergang, eine dem Mars-Symbol geweihte Stadt. Das Geschehen an diesem Tag bezieht sich noch auf die äußere Welt des Menschen. Jesus sagt der äußeren Welt den Kampf an, dem Götzendienst, dem Blutvergießen, der Unzucht den Kampf an. Immer bitte nochmal einen Stopp, immer hineindenken. Der rote Faden in dieser Woche ist ein Einweihungsweg. Und die Frage ist, was muss ich auf dem Einweihungsweg machen? Und die ersten 3 Tage dienen der äußeren Welt. Was muss ich in der äußeren Welt bearbeiten? Und die zweiten 3 Tage nach dem Mittwoch dann der inneren Welt. Und deswegen auch das Äußere noch,
dass er kämpferisch dort unterwegs ist und eben der äußeren Welt, so wie sie vorhanden ist, das lässt sich momentan zur Stunde sehr gut übertragen auf unsere Welt auch. Ja, wo wir auch sehr kämpferisch sein muss im Sinne von viele Fragezeichen, was ist da außen in Ordnung für die 1-4-Verbindung und was ist nicht in Ordnung. Wo werden die Menschen hingezogen in das Böse hinein von den Schriftgelehrten und von den Geldwechslern? Oder haben sie begonnen, den Weg zu sich selber zu gehen? Und dort braucht man wirklich auch kämpferische Kräfte momentan in Anführungsstrichen. Ja. Kämpferische Kräfte. So, dann haben wir den Mittwoch, der vierte Tag der Woche, Karwoche, ist ein Merkurtag. Merkur ist immer dieser Mittler, diese Mitte. Wir hatten 3 Tage, Sonntag, Montag, Dienstag. Jetzt ist die Mitte der Woche, der Mittwoch. Da haben wir auch das Wort noch drin. Und dann haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag, die zweiten drei. Wenn wir den Merkur weiter mal noch ist der römische Götterbote, entsprechend Hermes Trismegister, griechisch. Als Bote, als Mittler steht er gewissermaßen auch der Mittwoch zwischen den beiden Hälften der Karwoche. Die erste Hälfte der Karwoche ist laut und aktiv nach außen gerichtet. Streit, dann den Tempel da. Die zweite Hälfte ist leiser. In den 3 folgenden Tagen nimmt die Bedeutung der inneren stillen Vorgänge zu. Wir werden dann das Abendmahl am Donnerstag haben, das einsame Sterben Jesus am Freitag und seine Grablegung am Samstag. Jetzt geht es nicht mehr in das nicht mehr, jetzt ist nicht mehr kirchweih, sondern Richtung Friedhof. Ja, wenn wir es übertragen. Hier treffen am Mittwoch sich die äußere und die innere Welt des Menschen. Wir würden auch sagen, im Leben übertragen, die Lebensmitte des Menschen, wo wir Menschen ja auch in den Jugendzeiten und dann weiter in den Erwachsenenzeiten hinein erstmal hemdsärmlich die Welt bewegen, die äußere Welt. Und dann so ab der Lebensmitte dann mehr diese äußere Welt weggenommen wird und im Alter dann auch sagen, ich brauche jetzt diese Woche nicht eine neue Hose, weil ich eine Hose brauche. Ich habe noch meine. Also die äußere Welt reduziert sich. Wenn wir es auf den Körper übertragen, ist es so, die Wahrnehmung reduziert sich, die äußere Welt wird weggenommen. Das Essen, so viel braucht er dann nicht mehr zu essen. Und das beschreibt dann diese zweite Lebensphase des Menschen. Das Gehen wird langsamer. So, also nur nochmal von der Lebensmitte des Menschen. Das Abendmahl mit der geheilten Maria Magdalena. Hier, die hat ja Jesus geheilt und war von Dämonen umhergetrieben. Dämonen bedeutet in der Überlieferung immer die böse 4. Immer das nur an Götzendienst, nur an Unzucht, nur an Außenwelt. Und Maria, die Materie, hier steckt das Wort Materie mit drin, gell? Maria, Materie. Deswegen ist ja auch die Mutter von Jesus, musste Maria heißen und konnte nicht Lieselotte heißen, weil sie ja das Symbolik für die Materie darstellt, das Hervorbringen der Materie, ja. Und die hat ja Jesus auch geheilt. Die hat ja auch am Abendmahl dann teilgenommen. Und Dämonen meint immer das Böse, diese böse 4, das wegführt von dem Menschen zu sich selber, was den Menschen nicht in den Tempel gehen lassen möchte. Ja. So, geheilt. Genau. Wir lassen es mal beim Mittwoch, Mitte der Woche. Abendmahl ist, denke ich, uns auch alle bewusst. Brot und Wein, vielleicht da noch ein Bild. Brot,
aus Weizen gemacht, ist ja die Vollendung, wäre die fertige 1,4-Verbindung. Wein aus Weintrauben. Wein ist die fertige 1,4-Verbindung. Daran sollte der Mensch auch mal denken, wenn er Brot isst, wenn er möchte, oder Wein trinkt. Dass es hier immer um diese Symbolik, die 1,4 ist zusammen im Menschen. So aus unfertigen Gerste oder Weintrauben, deswegen läuft ja auch Jesus in den Geschichten viel durch Weinberge. Nicht zufällig. Es ist reichhaltigste Symbolik, ja. Und so haben wir ja heute unser, wer in den Kirchen unterwegs ist, die Hostie, die Symbolik ja für das Brot, für den Leib steht und der Wein für das Blut steht, wo Blut übertragen heißt, die Kraft aus der Stille oder der Sinn des Lebens. Ja, weil die Kraft aus der Stille ist der Sinn des Lebens und nicht dass der Geldwechsler und der Stiftgelehrten. So, dann gehen wir in den Donnerstag, der Gründonnerstag. Hier halten wir gleich mal inne bei der Farbe Grün. Müssen wir auch fragen, warum heißt es nicht lila oder blassblau? Was hat es mit Grün zu tun? Wie du im Hintergrund heute Grün hast. Grün, wenn wir in den Zahlenwert hineingehen, ist 50. 7 mal 7 ist 49, ist noch diese Welt. 50 bezieht sich immer auf eine andere Welt. Auch die Farbe Grün, ich denke an Gustav Meyrink, das grüne Gesicht, wo er eindrucksvoll in seinem Roman schreibt, wie dieser Einweihungsweg das grüne Gesicht ist. Ja. Und auch in anderen Traditionen ist immer die Farbe Grün irgendwas, was nicht mehr diese Welt ist. Ein bisschen vergleichbar mit dem, wir haben ja 7 Tage Karwoche und dann wird es Sonntag. Und dann wird es Ostern, der 8. Tag, Zeichen der Unendlichkeit, die Lemniskate. Denkt bitte auch daran, wenn wir Tarot machen würden, der Magier, die 1, hat oben die Lemniskate, nicht zufällig, weil dort ist gerade in der ersten Karte das Ganze, der Mensch soll das Wissen suchen, die 1. Ja, und dazu brauche ich natürlich auch die Lemniskate als Symbolik, nicht das, was die Schriftgelehrten, sondern die 50 soll ich suchen an Wissen. Ja? Nicht das Rationale, sondern das, was mich zur 1-4-Verbindung bringt, was mich durch den Tempel in mir führt. So, was haben wir noch vom Donnerstag? Die Farbe Grün ist klar. Das Urmuster des Segens über Brot und Wein. Segen heißt, wir in der Kirche wird einmal gesagt, so, ich segne euch. In Wirklichkeit wird das Wort übersetzt Segen, Überleitungskräfte. Wenn wir es aus dem Urhebräisch jetzt nehmen, dort wird nicht Segen stehen, sondern Überleitungskräfte. Ja, und es werden Kräfte übergeleitet. Wie weit es natürlich heute dann wirklich praktiziert wird und der Segen gesprochen, die Überleitungskräfte, ist das anders. Nur das, was wir angesprochen haben, weil ich gerade dann gedacht habe. So ist auch die Farbe des Pessachfestes, also der Fest. Ostern ist sozusagen das Festauszug aus Ägypten. Auszug aus dem Bösen. Auszug aus dem Götzendienst, hinübergehen in meine 1-4-Verbindung, durch meinen Tempel gehen. Das meint Ostern. Und dieses Fest ist den Juden heilig, wenn wir mal festhalten nochmal, was ein Jude ist. Die nach der 1-4-Verbindung suchen. Genau. Man zieht sich in den Kreis der Familie zurück. Niemand darf das Haus verlassen, denn dein sonst nachts der Würgengel holt. Was Würgengel jetzt bedeutet, ist klar. Nämlich was Dämonisches. Hier haben wir auch ja, beim Abendmahl wurde ja auch wieder Blut an die Haustür, weil dann konnte der Würgengel nicht rein.
Blut ist wieder Kraft der Stille, Duft wieder Sinn des Lebens. Wenn wir ein bisschen in die Symbole eintreten, ja. Jesus und seine Jünger begingen das Fest in einem Haus des Essener-Ordens. Wir haben ja hier die Pharisäer, die sozusagen die Geldwechsler und die Schriftgelehrten favorisieren. Und wir haben den Essener-Orden. Hier haben wir auch die Situation, wenn man geschichtlich hineindenken, wird uns dort immer wieder berichtet, dass Jesus im Essener-Orden war. Wie weit, ja, nein, das können auch Begrifflichkeiten sein, weil Essener war ein Geheimbund, der Einweihungswege gemacht hat. Und dort finden wir dann wieder Josef von Arimathea, der Jesus dann das Grab zur Verfügung gestellt hat. Und der war sozusagen der Vorsitzende dort des Essener-Ordens, wenn man mal hineindenkt. Und deswegen werden da diese Verbindungen geschichtlich gesehen immer wieder gesucht und gefunden, dass Jesus dem Essener-Orden zumindest sehr nahe stande, wenn wir es auf die rationale Ebene geben, weil ich es jetzt gerade lese. Es ist ein heiliger Ort, denn hier, also hier haben wir noch die Situation. Und jetzt bitte nicht hineinstolpern ins Rationale. Wenn wir ins Alte Testament hineindenken, 2000 Jahre vorher, vor Jesus, ging Melchisedek den gleichen Weg. Ja. Ging den gleichen Weg, das finden wir bei Hebräer 5, 6,10. Und wir finden, damals hat der Sonneneingeweihte, heißt der Melchisedek, Priesterkönig dem Abraham. Abraham ist der fertige Mensch, der die 1,4-Verbindung hat. In der Bibel, wenn wir Bibelübersetzung machen, haben wir ja irgendwann die Stelle nach Noah, wo es dann vom Abraham, der Mensch, zu Abraham wird. Und diese Stelle ist auch, diese Geschichte ist ein Einweihungsweg, wenn ich es lesen kann. Nämlich der Mensch, Jesus, kommt hier rein und geht dann bestimmte Schritte, muss bestimmte Schritte beachten und kommt dann als Abraham, der Mensch, der die 1,4-Verbindung hat, der im höchsten Bewusstsein, andere Formulierung, höchstes Bewusstsein war. Das wäre aber dann auch das Christusbewusstsein, weil er wird ja dann 3 Jahre, genau, die 3 Jahre, und genau. Christus. Und was Genau. mir jetzt auch gerade noch einkommt, wo du das eben mit dem Melchisedek gesagt hast, Ja. wenn das 2000 Jahre vorher gewesen wäre, und jetzt nehmen wir mal wieder kurz nur das Rationale mit dazu, Ja. würden wir uns ja kollektiv tatsächlich, wenn wir jetzt das mal ernst nehmen, gerade in dieser Zeit wirklich befinden, seit 2000, der Geburt wäre 2000, dann hätten wir 30 Jahre, die eben, nennen wir es mal, gewisse Verwirrung mit zusammen haben. Und dann haben wir ja auch von verschiedenen, ich sage mal, medial begabten Menschen, kommt immer wieder so das Jahr 2032, 2033. Und dann wäre das tatsächlich, wenn man das jetzt zeitlich so wortwörtlich nehmen würden, wären dann die Jahre 30 bis 33 tatsächlich sehr interessante Jahre. Da hätten wir noch Ja. 10 hin, um dort mehr oder weniger wieder zu den fertigen Menschen zu werden. Ja. Kommt mir jetzt einfach nur so, ob das natürlich alles so dann tatsächlich im Ablauf stimmt, ist eine Sache, aber wird uns ja auch berichtet oder wir erleben es im Moment, in diesem totalen Umbruch der äußeren Welt, der sich im Moment vollzieht und von Kopf auf die Füße gestellt wird und wieder umgekehrt. Wir können jetzt auch sagen, Baerbock 360-Grad-Wendung. Nein, wenn, dann sind es 180 Grad. Und das ist nur so eine Symbolik, die mir damit aufkommt, und das würde dann wieder einen Sinn geben, wenn man das versuchen möchte, rational zu bekunden. Wobei ich Ja, jetzt nicht behaupten möchte, dass jetzt irgendwelche Dinge noch 10 Jahre dauern und dann sind wir in der Glückseligkeit. Weil die werden wir immer nur in uns selber finden. Das ist eigentlich, denke ich, auch die Botschaft, die wir ja hiermit senden wollen. Und man sollte darüber wirklich mal nachdenken. Finde ich heute unheimlich interessant. Gibt unheimlich viel zum Nachdenken und Dinge, die da eben hochkommen.
Ja, wir sind, wenn wir das Geschehen nehmen, seit der C-Zeit, vielleicht gerade am Montag und am Dienstag. Ja, das würde ich auch so sagen. Auch in der Ja, kriegerischen also die Anstrengung. Geldwechsler und die Schiffgelehrten und natürlich auch mich widersetzen muss, diesem Götzendienst und diesem Blutvergießen und diesen Unzucht. Ja, dort bewegen wir uns noch. Dann wird ja irgendwann mal die Mitte kommen, der Mittwoch. So, was gibt es noch über den Donnerstag? Hier wäre noch der ganze Brotgedanke noch, dass ja, das ist das geweihte Brot. Wir kennen das von der Hostie. Jesus nahm das Brot, teilte es und reichte den Jüngern mit den Worten. Nehmet, esset, ist mein Leib, und nahm den Kelch, dankte, gab es ihnen, sie tranken alle daraus. Und dann ist ja Judas abgehauen. Er hat ihn ja verraten dann. Nach dem Essen, nach dem Abendmahl ist er gegangen und ja, hat ihn dann verraten. Aber da kommen wir dann noch dazu. Gell? Was vielleicht nochmal, der Jesus ist ja dann auch raus, wieder aus dem Haus, symbolisch gesehen, ist dann in den Garten Gethsemane. Dort, wo 2000 Jahre vorher auch den gleichen Weg, symbolisch, Melchisedek gegangen ist. Und Jesus kämpft, wird dann wieder von einem Dämon heimgesucht, der versucht, ihn wieder nochmal zu töten. Töten bitte nicht im Sinne, er will ihn töten, sondern er möchte ihn wieder zurückführen in das Böse. Und der Dämon macht nochmal Angebote im Sinne, wir können verhandeln und ich akzeptiere dich, dass es bist, aber komm wieder zurück. Was wir ja auch im Alten Testament haben, wenn die Herrschaften aus Ägypten ausziehen, dann rennen die Ägypter auch nach und sagen, komm wieder zurück. Ja? Ägypten immer als das Böse. Gell? Ja. Aber hier wird nicht gemeint, das Land Ägypten, sondern die Symbolik Ägypten. So, dann haben wir den Karfreitag, in der Nacht zu Karfreitag, dem sechsten Tag, gingen Jesus und seine Jünger hinaus. Dort haben wir den Garten Gethsemane und am Morgen kommen dann bewaffnete Männer, ein Trupp bewaffneter Männer, wie es so schön heißt, um ihn festzunehmen und vor den hohen Priester brachten. Hier beginnt jetzt, wenn wir es so sehen wollen, der Leidensweg. Ja? Wo wir hier nochmal von einer ganz anderen Seite hinein, denk mal bitte im Symbolischen gesehen. Weihnachten wird, muss, hier ganz bewusst jetzt muss, damit diese Gedankenbilder aufgehen, muss hier rein ein Gottessohn, symbolisch. Also Gott schickt seinen Sohn in die Welt, weil hier irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Sonst, wenn ja alles in Ordnung gewesen wäre, hätte er nicht reingemusst. Einen Avatar, einen Gottessohn. Avatar heißt ja Gottessohn. Und Gott musste ja an Weihnachten geweint haben. Dass wir die Geschichte hier mal rumdrehen. Geweint haben und sagen, jetzt muss ich da meinen Sohn reinschicken, weil die da unten nicht mehr so mitmachen, wie es ich gerne hätte. Alle wegziehen, alle in den Dämonenbereich sich motiviert fühlen. Ostern geht er wieder raus und geht wieder zu seinem Vater. Und wir feiern ja Jesus als Jesus Geburt als was Wunderbares und die Phase jetzt aus Menschensicht betrachte, oh Gott, er muss sterben. Nur wenn wir mal in die Symbolik hineindenken und in die Mysterien hineindenken, dann ist es was Großartiges, weil er geht wieder zu seinem Vater zurück. Dass er den Gedanken bitte mal nochmal mitnehmen, weil das dreht an alles herum und er ist froh, dass sein Sohn wieder bei ihm zu Hause ist, wenn wir schon in Einweihungswege weggehen. Er hat ihn weggeschickt, dass er diese Einweihungswege durchwandert als Mensch, diese 3 Jahre durchwandert, damit er wieder heimkommen kann zu ihm. Das ist auch, wer das Alte Testament nimmt, der ursprüngliche Gedanke, das würde jetzt zu weit führen.
Nur vielleicht ein paar Farbtupfer noch hier in den Raum. Es gibt einen Gott, das ist aber nicht der Gott, von dem wir hier reden. Dahinter gibt es noch ein paar. Es gibt insgesamt 72 Gottesnamen und wir machen es bitte nicht fest an einen Gott. Wir haben hier den Gott der Ruhe und nicht mal den Schöpfergott, wenn wir hier gerade drüber sprechen. Dahinter gibt es auch noch welche. Und dann gibt es sozusagen einen Verborgenen, der Heilige Alte wird er genannt in den kabbalistischen. Und der hatte ja eine Idee. Und diese Idee war, dem Menschen diese Liebe erfahrbar zu machen, die er kennt. Ich meine hier Liebe im Sinne des Gebens. Ja? So, und dabei war auch mit eingebaut eine Rückfahrkarte. Dass irgendwann, wenn er sie weggeschickt hat, alle wieder nach Hause kommen. Und hier dürfen wir ein bisschen mit hineindenken, hier geht es um dieses Nachhausekommen. Wieder in die Ursprünglichkeit. Und deswegen sind wir ja hier rein, sind wir Menschen, sind wir in dieser Welt, sind wir nach Ägypten hereingenommen, um aus Ägypten wieder herauszukommen. Allerdings, dieser Prozess muss hier in Ägypten durch den Menschen in sich stattfinden. Das ist damit gemeint und nicht ein Warten auf den jüngsten Tag, so wie es manche Kirchen uns ja angeboten haben und versprochen haben. Der Retter So, kommt morgen. bitte. Der Retter kommt morgen, steht überall immer da. Ne? Retter kommt morgen, Freibier gibt's morgen, nicht heute. Genau. So, das ist der Karfreitag, dort ist ja dann das Todesurteil, das wird ja auch vollstreckt gegen ihn. Übrigens, die Juden fordern ja seinen Tod. Wenn wir nochmal innehalten, er war ja bei Pontius Pilatus, da dieser keine Schuld an Jesus fand, hat er ihn ja zu Herodes geschickt. Bei Herodes, der viel von dem Wundermann lernen wollte, hat er gesagt, und jetzt sehr bewusst hineindenken, weil die Bibel hat er falsch übersetzt, also Luther hat falsch übersetzt. In der Lutherbibel steht, fragt er ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortet nicht. Er hat jetzt erwartet, ja, ich bin's. Jesus sagt, du musst es sagen. Es hilft nichts, wenn ich es sage. Und das sollte sehr in unser Bewusstsein auch hineingehen. Ich muss es von mir heraus machen. Und nicht umgedreht, dass mir es jemand sagt, da gibt es einen. So, das ist hier nochmal auch bei Pontius Pilatus nochmal ganz entscheidende Stelle, wenn er dann bei Herodes war und ihn dann wieder zurück zu Pilatus geschickt hat. So, das vielleicht noch am Freitag. Hier hätten wir jetzt die einzelnen Stationen, da würden wir jetzt nochmal 2 Stunden machen. Hier vielleicht noch Jesus stirbt am Karfreitag. Hier wird ihm nochmal die Kleidung genommen. Ja. Er ist ja nackt, also außer die Schürze rum. Hier haben wir nochmal die Situation, dass es ein tiefes Einweihungsritual ist, nämlich die äußeren Kleider werden weggenommen. Das Äußere wird den Menschen weggenommen. Und wenn wir jetzt wirklich es als Ritual nehmen, als Einweihungsritual, was wir übrigens auch finden in der 13. Tarotkarte, diese Transformation, und dort hineindenken, wenn einer diese Einweihungswege geht, irgendwann muss er sein äußeres Kleid, muss er ausziehen, denn dann muss das innere Kleid das Wichtigere sein. Und das ist eben die Seele des Menschen. Wir haben dann noch den Samstag.
Der siebte Tag der Karwoche ist der Sabbat. Zwei Personen treten ins Geschehen, Josef von Arimathea und Nikodemus. Josef von Arimathea war ein eben jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, nicht Sadduzäer, Pharisäer, Essener, genau, Essener, genau, der war mit Essener. Das ist vielleicht da nochmal. Und hier sind wir ja auch in dem Bereich nochmal der Heilige Gral. Wenn man das Wort nochmal, das wird ja gesucht im Sinne außen, wo ist denn diese Schüssel oder dieser Pokal oder dieser Kelch? Es geht hier um Geheimwissen. Um Geheimwissen, wie geht ein Einweihungsweg zu mir selbst? Das ist der Heilige Gral, den übrigens 1940 auch jemand suchen hat lassen. Nur mal so in der Außenwelt, ja. Was mir gerade einfällt dazu. So, den grünen Kelch, der grün ist, gell, trug Melchisedek den Wein, den Abraham entgegen. Hier haben wir nochmal dieses Wein, dieses Fertige, diese 1-4-Verbindung, wird dem fertigen Menschen Abraham gegeben. Das ist die Symbolik dahinter. So, aus demselben Kelch trinken Jesus und seine Jünger beim Abendmahl, symbolisch gemeint, nämlich der Kelch, was da drin ist, nämlich die Möglichkeit der 1-4-Verbindung, vom Fertigen trinken sie. Und dass Jesus dann am Kreuz nach einem Lanzenstich aus der Seite rang. Später wurde daraus der Heilige Gral, den wir kennen, dem Hüter des Grals, dass er angeblich dann nach England gekommen sein soll. Wenn wir ein bisschen geschichtlich noch machen. Hier hätten wir jetzt dann noch, Jesus wird vom Kreuz genommen, in den Schoß seiner Mutter gelegt. Hier bitte Mutter wieder Maria, Materie. Dann haben wir die Grablegung. Genau, dann kommt die Auferstehung. Das Kreuz ist ein uraltes Symbol der Vierheit. Ohne Wertung. Zu dieser Zeit, wenn wir geschichtlichen Horizont aufarbeiten würden, müsste man sagen, Jesus konnte gar nicht gekreuzigt werden, weil zu dieser Zeit waren Steinigungen. Nur, dass wir das Bild mal haben. So, Kreuz ist die 4, ist diese materielle Welt. Und die 5 ist unsere Seele. Und dieses Kreuz, und dann haben wir das Nackte. Es ist ja die Kleidung ausgezogen worden. Und das ist dann diese Verbindung. Und dort stirbt er dann und geht hinüber in die andere Welt. Ein ganz anderes Geschehen. Das ist ein Vorgang im Menschen, wenn er dann ans Kreuz mit seiner Seele genagelt wird und nichts mehr anhat an die viere Welt, in der viere Welt, in der Welt der Materie, in der Welt der 4 Elemente, der 4 Himmelsrichtungen, der 4 Jahreszeiten. Wenn er dort nackt hingeklebt wird oder hingenagelt wird in unserem Fall, dann ist der Tod, weil wer sich mit Einweihungsritualen, Einweihungsmythen, Mysterien auskennt, dort spielt dann dieser Tod eine ganz zentrale Rolle, nämlich das Zurücklassen, symbolische Zurücklassen, das innerliche Zurücklassen des Egos, des Ichs, weil schau her, was habe ich für Kleider an? Ist ja wieder das. Das Zurücklassen. Und in der Welt, dass die Seele dann alleine da ist, in Dominanz ist, das ist dann das Ziel eines Einweihungsweges. Und das wird uns sehr demonstriert am Kreuz. Wir am Kreuz, es gibt übrigens auch den leidenden Jesus am Kreuz und den triumphierenden Jesus. Wer mal in die Kirche geht und dort mal irgendwann wieder mal hineinsieht und dort mal anschaut, was für ein Kreuz ist das eigentlich? Ist es der leidende Jesus oder der triumphierende?
Jetzt sind wir im Zustand des triumphierenden Jesus. Genau. Die Weihen sind gelesen, Einweihung. Ja, nur mal, dass wir ein bisschen, ja. Und dann haben wir den Samstag vorüber. Und dann wird es Sonntag. Hier bitte haben wir auch nochmal den Bezug zu Osten. Ostern, Osten. Aus dem Osten kommt das Licht. Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Sonne als Symbolik des Göttlichen. Alles, wenn wir in die Symbolik hineindenken. Ja, und dann der achte Tag, die Lemniskate, ist Zeichen der Unendlichkeit. Dann wird es Ostern und die Einweihung ist vollbracht. Mein Gott, das ist richtig, richtig viel Stoff. Also da bläst es mir jetzt auch einiges durch. Ja. Kleiner Ausflug. Nein. Ja. Ich sehe schon. Ich habe schon mal aufgepasst, dass ich wieder aufgehört habe. Ja. Ich glaube, wir werden das aber alles einmal in dem Buch, was du jetzt gerade verfasst hast und was demnächst, denke ich, in den Verkauf geht. Ja. Nachlesen. Ja. Es soll jetzt aber keine Werbung für das Buch sein hier, sondern tatsächlich eine Erklärung, wie man Ostern verstehen kann oder verstehen sollte. Ja. Ja. Und ich denke, das muss man sich auch mehrfach anhören, damit man da tatsächlich irgendwo auch nur eine Ahnung bekommt, wenn man das bis jetzt überhaupt noch nicht hatte und wieder die Dinge in den Dingen sehen. Und ich glaube, dann kommt man wieder auch mit vielen Dingen in Frieden. Ja, ich denke, also ich bin jetzt richtig platt heute, Bernhard. Das hat mich doch etwas geflasht. Ja. Und wir haben jetzt auch über eine Stunde und es sind jetzt sehr interessante Gedanken, die wir zwei Franken da wieder gewälzt haben. Eine Bitte habe ich noch, dass die sich's ansehen, anhören, dass sie einfach mal innehalten und sagen, vor mir liegt ein Weg ausgebreitet, die Karwoche. Und egal wo ein Mensch sich befindet, gerade in welchem Tag, dass er sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass in ihm ein Weg ist, nämlich der Weg zu sich selbst. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Dann sind wir wieder bei dem Thema, es geht um uns. Genau. Und den Weg zu uns. Und nur wir können uns selbst retten. Genau. Ja, jeder geht da seinen eigenen Weg. Und jeder auch individuell. Und deswegen ist das, denke ich, auch so zu heiligen. Genau. So, dann haben wir unsere Frankengedanken zu Ostern. Gell? Dann haben wir die Frankengedanken zu Ostern, genau. Den Bernhard wird man jetzt im nächstes Wochenende bei der Volition sehen. Bin da nicht mit dabei. Ich bin auf Zypern und tue da gute Dinge. Habe sicher oder hoffentlich besseres Wetter. Garantiert vor allem. Ja, ist. Ja. Ja? Wir beide werden uns zeitnah wieder virtuell vereinigen. Mal gucken, wann wir das auch mal wieder leiblich schaffen. Und also verbinden. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für die Leute, die sich das anschauen und uns ihre Zeit schenken. Und ich hoffe, dass das für den einen oder anderen wieder zu reichhaltlichen Gedanken bringt. Ja, sonst Bernhards Webseite unter dem Video, standard.jetzt unter dem Video, beziehungsweise die vom Verein. Auch ich tue ja da einiges jetzt wieder in der nächsten Zeit, wenn wir darauf eingehen. Ich sage jetzt danke, gehabt euch wohl, feiert Ostern, wie gesagt, aber auch etwas besinnt euch. Ja, und räumt mal euren Tempel aus. Ja, also von mir auch, lieber Marc und an alle, die hier uns beiwohnen, wundervolle seelische Festtage. Ja. Weil das Fest können wir auch schon wieder besprechen.
Aber das lassen wir jetzt. Also, wundervolle Festtage, wundervolle seelische Festtage, alles Liebe, Gute. Und wie sagen wir in Franken? Adebayor. Genau. Also. Alles klar. Also, bis bald und Bis bald.